Theodor Lieberg fragt, wie gehen Sie mit Medien, die schlecht über Sie berichten, um? Indem ich das viel lockerer nehme als früher. Und wenn einer in Archiven heutige Vorurteile bestätigt haben will, dann soll er weiterschreiben. Für mich ist wichtig, was die Menschen über mich denken, die mich entweder viele Stunden im Fernsehen verfolgt haben oder die mich persönlich kennen. Ich bin Carsten Maschmeyer, ihr kennt mich wahrscheinlich als Fernsehinvestor aus der Höhle der Löwen. Ich finanziere Jungunternehmen und unterstütze Gründerinnen und Gründer mit ihren Innovationen. Ich helfe ihnen nicht nur mit Geld, sondern auch mit meinem Netzwerk und meiner unternehmerischen Erfahrung. Anja Bruchmann fragt, macht Geld glücklich? Wenn man ganz große Geldsorgen hat, wäre man sehr glücklich, wenn man seine Miete bezahlen könnte oder seine Schuldenraten begleichen könnte. Ich glaube, dass Glück etwas ist, was man nicht kaufen kann, was im Generellen nichts mit Geld zu tun hat. Das ist Liebe, Gesundheit und Frieden, wie wir ihn leider nicht mehr überall auf der Welt haben. Aber Geld ist Freiheit. Und wer sich Freiheit gönnen möchte, muss vorher was leisten. Dann kann er sich auch mehr leisten und sein Leben etwas selbstbestimmter leben. Nick Richter möchte wissen, was braucht eine gute Idee in 3 Worten? Eine echte Idee, ein richtiges Team und einen großen Markt, der sich rechnet. Dreckiger Dan fragt, wie mache ich meine 1. Million? Das ist so verschieden. Wenn du gründest, wird das ein schneller Weg sein können oder das bisschen, was du vorher schon hattest, ist auch noch weg. Sonst ist das ein sehr langer Weg über viele Berufsjahre und möglichst vom Netto einiges überbehalten und investieren. Ich empfehle langfristiges Aktiensparen und den Cost-Average-Effekt, also wenn Aktien teuer sind, weniger zu kaufen und wenn sie günstig sind, mehr zu kaufen durch eine feste Monatsrate kontinuierliche Sparen. Lisa Wolf möchte wissen, kann jeder eigentlich reich werden? Nicht, wenn man es in der echten Definition jeder nimmt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in einem freiheitlichen Land lebe, nach kapitalistischen Gesetzen leben kann. Ich kann das nicht Menschen in Äthiopien oder sonst was sagen. Jeder kann das schaffen. Aber wir haben so viel Bildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten wie nie zuvor. Es ist durch die Digitalisierung so leicht, sich in Geschäftsmodellen selbstständig zu machen, etwas dazu zu verdienen. Ich glaube, es ist leicht, aber es geht immer noch nicht für jeden auf der Welt. Toni Meloni fragt, was ist das Wichtigste im Leben? Liebe, Gesundheit und Frieden. Benjamin96 möchte wissen, wieso scheitern viele Unternehmen? Das hat sehr viele Gründe, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Unternehmen für die Kundinnen und Kunden gebaut werden muss, für die Anwender, die das bestellen, die dafür warten, die das bezahlen. Und natürlich auch für die Interessen der Geldgeber, wenn man in der Firma finanziert ist. Also ein Unternehmen muss die Mitarbeitenden happy machen, die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die Geldgeber. Theodor Lieberg fragt, wie gehen Sie mit Medien, die schlecht über Sie berichten, um? Indem ich das viel lockerer nehme als früher. Und wenn einer in Archiven heutige Vorurteile bestätigt haben will, dann soll er weiterschreiben. Für mich ist wichtig, was die Menschen über mich denken, die mich entweder viele Stunden im Fernsehen verfolgt haben oder die mich persönlich kennen. Das ist mein Maßstab. Maximilian Schön möchte wissen, welcher ist Ihr Lieblingsfilm? Da ich durch meine Frau, die Schauspielerin ist, so viele gute Filme gucke, die sie auch auswählt, habe ich gar nicht so den Lieblingsfilm. Aber ich mag es, wenn Menschen unterschätzt werden oder Sportteams. Und zum Schluss kommt die positive Wende. Und meine Kinder sagen immer, und gleich heult Papa wieder, wenn so ein romantisches Happy End kommt. Solche Filme liebe ich. Paula Maria fragt, welchen Satz hassen Sie? Haben wir schon immer so gemacht. Tobias1237 möchte wissen, wie ist Ihre Morgenroutine? Wenn meine Frau da ist, gehört die erste halbe Stunde uns und nicht dem Smartphone. Wenn sie nicht da ist und sie ist in der gleichen Zeitzone, dann wird telefoniert. Aber eigentlich möchte ich mit meiner Frau oder die Kinder, manchmal sind welche da, zusammen erst Zeit verbringen, bevor ich die digitalisierten Geräte einschalte. Denn ab da werde ich gearbeitet und werde ich bestimmt und bestimme nicht mehr mein Leben. Und dasselbe mache ich abends eine Stunde vorm Schlafengehen.